Hey, lachen, was bleibt dir anders übrig? Wo bin ich da wieder gelandet? Wandern, eine Leidenschaft von mir. Aber heute komme ich an meine Grenzen. Oh, danke. Sie war bene. Es ist was los in den Bergen. Puls ist dabei, wenn Luftretter Wanderer in Not befreien. Sobald das Wetter gut wird, dann steigen da die Einsatzzahlen. Mangelnde Vorbereitung, Selbstüberschätzung. Das kann am Berg zum Problem werden. Vermutlich gibt es viele Leute, die unbewusst höhere Risiken eingehen. Atemberaubende Bilder in sozialen Medien. Locken in die Berge, verleiten zu Übermut. Was tun, damit das Wandererlebnis nicht im Notfall endet? Puls zeigt, wie Wandern gesund und sicher geht. Und nimmt sie mit in die Berge. Normalerweise bin ich beim Wandern eher gemütlich unterwegs. Heute probiere ich aber etwas Neues. Ein Sprung aus der Komfortzone raus. Ich wage mich an eine Alpinwanderung. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ich hoffe, ich schaffe es. Mental habe ich mich vorbereitet. Alles andere wäre mir gesehen. Zum Glück bin ich nicht allein. Wir sind im Gantrischgebiet und ich besuche einen Schnupperkurs vom Schweizer Alpenclub SAC zum Alpinwandern. Guten Morgen miteinander. Im Namen vom SAC, von dem Schnuppertag oder Schnupperkurs Alpinwandern. Wichtig ist mir, dass wir keinen Unfall haben, nichts passiert. Wenn irgendetwas mal in einer Überforderung ist, können wir darüber reden. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe heute sogar einen ganz persönlichen Guide. Der Rolf Segesser vom SAC begleitet mich auf dieser Tour. Nein, einfach das Ding. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir schnell ein bisschen auf die Seite. Wir duzen uns, Rolf, wir sind in den Bergen. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja, genau, genau. Rolf, wir freuen uns auf die Wanderung, die wir heute machen. Wandern ist gesund, tut gut Körper und Geist. Wandern kann aber schnell auch ungesund sein. Mhm. Wann wird es ungesund? Man muss bewusst sein, Wandern ist kein Spaziergang. Es ist schwieriger, als man wandert. Mehr ist Anspruch an mich, was ich kann, meine Fähigkeiten. Rolf Segesser ist Bergführer, beim SAC Leiter des Bereichs Ausbildung Sommer und auch SAC Kursleiter. Sehr viele Leute gehen gerne in die Berge, aber genauso zugenommen haben auch Unfälle, Notfälle vor allem, fast noch mehr als Unfälle. Wie erlebst du das? Ja, wir reden hier von rund 4 Millionen Leuten, die in der Schweiz wandern. Und ich nehme schon die Tendenz wahr, dass die Leute weniger vorbereitet sind, schlechter ausgerüstet sind. Natürlich nicht alle, möchten alle das gleiche Paket packen, aber durch die Menge von Leuten hat es ja viele mehr, die kommen und sie probieren einfach mal. Ist das ein Leichtsinn dahinter? Manchmal? Ja, manchmal geht es auch weg. Ich sehe etwas, ich höre etwas, will ich ja machen. Unabhängig von dem, kann ich das überhaupt? Macht dir das Sorgen? Mir macht schon ein bisschen Sorgen, wenn sich das weiterentwickelt, dass man ist, Fahrleistung vielleicht unterwegs oder man tut sich nicht auch mit dem befassen, was erwartet mich heute auch. Man geht einfach mal und da kommt es schon, man kommt vorwärts und rückwärts, man kommt Angst überall und so. Eine sichere Tour fängt mit einer guten Vorbereitung an. Dazu gehört die richtige Ausrüstung, Verpflegung, ein Erste-Hilfe-Set und auch Wechselkleider. Was ich immer dabei habe, auch wenn die Sonne drückt und brennt, ist eine Regenjacke. Eine Regenjacke ist auch ein sehr guter Windschutz. Und diese Pickel, die brauchen wir dann heute auch noch. Aber dazu mehr später. Hey, was hast du für eine Erfahrung beim Wandern? Bist du in den Bergen schon mal an deine Grenzen gekommen? Oder hast du einen speziellen Tipp, zum Beispiel gegen Blattern an den Füßen? Oder was fällt nie in deinem Rucksack? Schreib es in die Kommentare, ich bin gespannt. Also, gehen wir los. Gehen wir. Die Stockhorn-Region im Berner Oberland. Ein beliebtes Ziel für Wanderer.
Hier treffen wir Flavia Bürgi von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU. Sie untersucht die Entwicklung der Verletztenzahlen seit Jahren. Die Zahlen nehmen zu. Im Verhältnis zu den Leuten, die in den Bergen unterwegs sind, ist die überproportional. Aber das Bergwandern und Wandern ist natürlich etwas Schönes. Es wird beworben, es macht Freude, es macht Spass. Aber das zieht natürlich auch Leute in die Berge, die sich das nicht gewöhnt sind, die die Gefahren in den Bergen nicht so gut kennen und entsprechend halt auch die Gefahren nicht so gut einschätzen können. Die Unfälle beim Bergwandern und Wandern nehmen seit Jahren zu. In den letzten 10 Jahren ist die Anzahl Verletzter von knapp 20.000 auf über 44.000 pro Jahr angestiegen. Wir haben vor einigen Jahren schon Wanderer im Feld draussen befragt. Und wir sehen, dass halt gleich ein Teil der Leute halt nicht so fit ist, nicht so trittsicher ist. Auch die Wegkategorien nicht kennen, nicht wissen, was für Gefahren könnten auf sie warten. Und es hat natürlich auch Leute, die nicht planen oder zu wenig planen. Wanderwege werden in 3 Farbkategorien eingeteilt und oft auch in eine Schwierigkeitsskala von T1 bis T6. Gelb bedeutet Wandern ohne spezifische Anforderungen, T1. Weiß-Rot-Weiß sind Bergwanderungen der Schwierigkeit T2 und T3. Ausgesetzte oder mit Seilen gesicherte Stellen sind hier möglich. Ab T4 spricht man von Alpinwandern. Die Markierungen sind weiß-blau-weiß. Die Wegspuren nicht zwingend vorhanden. Oft braucht es beide Hände zum Vorwärtskommen. Noch anspruchsvoller wird es bei T5 und sogar schwierig bei T6. Diese Skala sei sehr hilfreich, sagt Flavia Bürgi. Doch es gelte, genau hinzuschauen. Denn Gefahr und Schwierigkeit eines Weges seien 2 unterschiedliche Dinge. Also da haben wir ein Beispiel von einem Bergwanderweg, der technisch einfach ist und auch keine Absturzgefahr, also keine Gefährlichkeit hat. Auf der anderen Seite haben wir hier einen Weg mit der gleichen Schwierigkeit, also auch nicht sehr anspruchsvoll, aber die Gefährlichkeit ist sehr hoch, es hat ein hohes Absturzrisiko und entsprechend gefährlich ist der Weg. Und beides sind Bergwanderwege und entsprechend wichtig ist, dass man sich das vorgängig überlegt, welche Aspekte jetzt auch in der T-Skala bei dem Weg, den ich auswähle, drin sind und ob ich das kann bewältigen. Mit welchen Schuhen sollte ich in die Berge? Was tun bei Knieproblemen? Haben Sie Fragen rund ums Wandern? Eine Ärztin, ein Arzt und 2 Wanderexperten sind jetzt für Sie da. Impuls Live Chat. Auch bei uns im SAC-Kurs geht es um die Schwierigkeitsskala. Aber hier sehen wir jetzt mal, wie das variiert in dem Ganzen. Es gibt sehr schwierige Weiss-Rot-Weiss. Und einfache Weiss-Blau-Weiss können manchmal ein bisschen zu einer falschen Selbsteinschätzung führen. Also wenn jetzt gehen der eine, der findet, hey, das ist ja Pipifatz, das habe ich im Griff. Da gibt es halt vielfach so ein Problem daraus, dass die Leute finden, hey, ich habe Weiss-Blau-Weiss im Griff. Aber das ist ein Riesensport. Wir haben heute genau so eine Weiss-Blau-Weisse Alpinwanderung vor, ein T4. Beim Vieri mit dem Seil habe ich schon, glaube ich, auch schon so ein bisschen gemacht, aber nicht gerade so. Ich sehe jetzt nicht, wie es weit runtergeht. Ja, dort wird es dann schon. Eben, wenn es jetzt rutschig ist, fände ich das dann, glaube ich, schon nicht mehr so lustig. Zuerst geht es aber noch ganz gemütlich weiter. Darf man vor lauter sich konzentrieren, die Schönheit gar nicht vergessen, ja, anzuschauen. Ja, du kannst ja mal stehen bleiben und genießen. Ja, es ist irrsinnig schön. Nein, Jesus Gott. Eine ganze Entenfamilie? Ja. Ja, herrlich. Gerade wenn man das erste Mal in einem Gebiet ist, weißt du, was du nicht kennst, dann ist ja vieles neu. Also alles, sozusagen. Jetzt wird es steil, ja? Jetzt kann es Spass, gell? Kannst du mal mit reinlaufen? Probier immer, die Schritte, die sie machen, wirklich übernehmen. Gern. Dass du mal spürst, was heisst, langsam, trittsicher unterwegs sein. Ja, sehr gut. Gut.
Du kannst auch mal stocken, so nehmen, Pascal. Es gibt eine Stabilisierung, wenn ich im Stellen gelernt bin. Gibt es mir eine schöne Stabilisierung, ich kann ein bisschen stossen, auf den Stock klicken. So ganz gäbig laufen. Aber du empfiehlst schon eher einen als zwei Stöcke? Ja, ja. Und den Stock soll man beim Auflaufen am besten bergseitig nehmen, meint Rolf. Ist wie beim Rudern ein bisschen. Ja, genau. Stand-up-Paddle oder so. Für mein Gefühl ist das schon eine Alpinwanderung jetzt. Ja, ja, wir sind ja nicht mehr vom Wanderweg. Eben, gell? Ui. Genau, und ich darf wirklich jeden Schritt musst du können abschätzen, habt ihr. Ja. Können wir herstehen, wie das Gelände für mich. Absolut, ja. Noch nicht gerade Absturz gelernt, das nicht. Das muss, man doch immer das muss ja auch nicht gerade immer, gell? Genau, genau. Aber rein vom... Genau, du bist eigenverantwortlich, wenn du keinen Weg vorgegeben hast. Du musst den Weg selber suchen. Geraten Wandernde in Not, kommen sie zum Einsatz. Die Luftretter der Air Glacier. Abflug von der Basis in Lauterbrunnen, Berner Oberland. Ziel Zentralschweiz. Also, wir haben Meldungen bekommen von einem 65-jährigen Mann, der ein Herzproblem hat, oberhalb von Erstfeld. Der Wanderer wartet mit seinem Begleiter auf einem Grat auf die Rettung. Eine Landung direkt auf dem Grat undenkbar. Der Arzt muss aus dem fliegenden Helikopter aussteigen. Den Wanderer und seinen Kollegen nehmen die Retter zum Heli, für die Erstversorgung weiter unten, wo eine Landung möglich ist. Grundsätzlich geht es jetzt dem Patienten wieder besser. Das sind so typische Symptome, die das Herz betreffen könnten. Wir haben heute Temperaturen über 30 Grad. Wir hatten eine 0-Grad-Grenze fast auf 5000 Meter, also sehr warme Verhältnisse. Wir haben kurz vor halb sechs, also es war ein langer Tag. Die beiden Herren sind nach wie vor unterwegs. Also das heisst, sie waren wahrscheinlich den ganzen Tag unterwegs. Das braucht halt auch der menschliche Körper. Einsatz Weiterweg Alma Gallenhütte wäre Folgeeinsatz für Erzermatt 01. Notruf für die Retter der Erzermatt. Das heiße Sommerwetter lockt auch im Wallis viele in die Berge. Guten Tag. Eine junge Frau hat sich beim Abstieg verletzt. Aha, gut. Wie stark sind deine Schmerzen? 0 bis 10? Wenn ich mich nicht bewege, geht es eigentlich wieder. Da ist vielleicht ein 3, 4, ja, vorher war es viel mehr. Soll ich dir Schmerzmittel geben? Nein, ist gut. Zwei Stunden hat sie noch versucht, zur Hütte zurückzukehren. Doch ihr Fußgelenk ist möglicherweise gebrochen. Das würde ich mit dem Seil hochziehen, gell? Aber irgendwo her humpeln könnte ich schon. Ja, das bringt nicht viel an. Passiert nachher noch mal was, gell? Und dann würde man nach Fisch gehen, Spital. Zu lange sollte man mit einem Notruf nicht warten, meint der Notarzt. Es ist ja häufig auch besser, wir kommen eher früher, als wenn es dann sehr spät ist, das Wetter schlecht wird, man zu lange wartet oder am Ende dann noch mal was passiert, weil man schon erschöpft ist. Das ist so eine zweischneidige Geschichte. Also wir sind tendenziell eher immer froh, wenn wir lieber früher dazu gerufen werden, als dass man dann noch irgendwie die Situation erstmal noch schlimmer werden lässt. Das ist für uns dann auch schwieriger und für alle anderen. Die Rettungscrew der Air Zermatt bereits beim nächsten Einsatz. Eine 74-jährige Frau ist gestürzt während einer langen Tour auf dem Aletschgletscher. Ja, aber es ist nicht hochgegangen, das ist kein Problem. Hier sitzt sie da.
Wegen der Gletscherspalten hilft ein Rettungsspezialist am Boden, die Frau zu bergen. Das Team bringt sie zur genaueren Abklärung ins Spital Visp. Ich bin einfach bei dem unwegsamen Gelände bin ich dann einfach umgekippt mit beiden Beinen und das Knöchel. Und dann ist natürlich jetzt zum Schluss ist dann natürlich auch noch die bestimmte Erschöpfungszustand. Erschöpfungen. Neben Stürzen ein häufiges Problem in den Bergen. Eine gute Selbsteinschätzung sei daher das A und O. Viele verlassen sich zu sehr aufs Handy statt aufs eigene Bauchgefühl. Häufig ist es dabei so, dass das natürlich in der App alles nett aussieht, aber da gar nicht so sehr wahrnehmbar ist, dass das vielleicht 5 oder 6 Stunden geht. Und wenn man das noch nie gemacht hat und vielleicht sonst mal nur spazieren gegangen ist, dann ist das eine ziemliche Herausforderung, so lange unterwegs zu sein. Auch die Crew der Air Glacier ist noch im Einsatz. Der Patient ist medizinisch erst versorgt. Nun sollte er ins Spital zur genauen Abklärung. Das EKG ist das, oder? Das wäre das EKG, genau. Ich persönlich würde vorschlagen, dass wir in einem kleinen Spital wie das Altdorf einfach für einen Check hergehen. Aber was könnten die herausfinden, was wir jetzt so nicht sehen? Also, es kann gut sein, dass man eben noch in die Blumen schauen, noch einmal untersuchen, noch einmal eine Herzkurve machen und nachher sagen, oh, es ist im Moment ist soweit die Situation so stabil, dass du heim kannst. Die Retter können ihn überzeugen und bringen ihn ins Spital Altdorf. Fürs Team geht so ein langer Arbeitstag zu Ende. Die große Wanderfreude in der Schweiz. Sie spüren die Retter an warmen Sommer- und Herbsttagen besonders stark. In unserem Kurs wird es jetzt steiler und unwegsamer. Wir lernen darum zum Beispiel, wie man gut durch ein Schotterfeld runterkommt. Nicht so, sondern mit den Fersen rein. Ja. Genau. Da kannst du wie hopp, 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 hüpfen. Hopp. Kannst du, ja. Probier es mal zu zeigen. Aha. Also. Ja. Du bist immer stabil und musst nicht die Balance suchen. Ja, ist gut. Jawohl, hopp, Gar nicht so einfach. Und weiter geht's. Es wird immer anspruchsvoller für mich. Ja, das finde ich jetzt da fast ein bisschen schwieriger als vorher. Probier, kleine Schritte machen, in Ruhe, dir Ruhe geben. Du kannst auch ein bisschen summen dabei. Ah, ja. Kommt automatisch ein bisschen ruhiger. Genau. Was wollen wir für ein Lied summen? Es tut auf. Der Nebel verzieht sich. Und jetzt sehe ich zuerst mal, was für uns noch angeht. Oh oh. Es ist so, wenn ihr an einer Wand, an einer Flanke, frontal schaut, ist sie immer stotziger, als sie effektiv ist. Ist aber auch gut. Hoffentlich. Ist ja gut, ein bisschen so, ja, dass man vorsichtiger und ein bewusster das hergeht. So. Aber frontal ist eigentlich immer alles steiler, als es effektiv ist. Es gibt vorhin etwas zu essen, Pascal. Ich wäre froh, der Nebel wäre geblieben, hätte ich es nicht gesehen. Ich vertraue einfach dem Rolf. Und nimm einen Schritt nach dem anderen. Haben Sie Fragen rund ums Wandern? Unsere Fachpersonen sind weiterhin für Sie da und beantworten Ihre Fragen jetzt live im Pulschat. Bilder wie diese. Sie machen Lust aufs Wandern. Die Alpsteinregion perfekt inszeniert. Über 27.000 Bilder und Videos allein auf Instagram haben einen Hype ausgelöst. Wesentlich dazu beigetragen hat er,
der 24-jährige Fotograf und Influencer Fabio Zink. Sein erster Alpstein-Post 2017 ging gleich viral. Über 16.000 Likes. Ja, ich bin hier mit der Familie wandern auf den Schöffler, habe einen Sonnenuntergang fotografieren. Mega cool war. Hat viele Leute angelockt auf Instagram. Und ja, da sind irgendwie viele Deutsche und auch viele Schweizer auf meinen Account gestoßen. Bin dann immer mehr in meine Heimat wandern und habe so ein bisschen meine Passion erlegt. Fabio Zink lebt von der Fotografie. Über 330.000 Menschen folgen seinem Profil. Regelmäßig wird er für Werbeaufnahmen von großen Firmen gebucht. Ihre Erwartung: der perfekte Bergmoment. Wie weit gehst du für ein perfektes Bild? Ja, wichtig ist sicher, dass man immer wieder den gleichen Spot besucht, bis man die perfekten Conditions hat. Hier am Schöffler war ich jetzt schon etwa 10 Mal und immer noch nicht 100% zufrieden. Doch der Hype um die Alpstein-Posts hat auch Schattenseiten. Die atemberaubenden Fotos ziehen viele in die Region, vor allem fürs Foto und nicht unbedingt fürs Wandern. Das spürt auch der lokale Wirt. Wir haben sehr viele, jetzt auch während der Woche, eigentlich so klassische Touristen mit der riesigen Kamera und leider auch mit Drohnen, die eigentlich täglich können, übernachten können. Und bei denen sieht man eigentlich auf den ersten Blick, die sind nicht da wegen dem Wandern oder wegen den Bergen. Da geht es einfach um den Schnappschuss. Nicht wenige lassen sich von den schönen Bildern verleiten und unterschätzen die Gefahren. Praktisch jedes Jahr kommt es in der Region zu Todesfällen. Vor 3 Tagen bin ich am Abend noch hier auf dem Weg Wegweiser montieren. Und es war sehr nass eigentlich alles miteinander. Und hier ist jetzt gerade auch so ein Instagrammer ist auf der nassen Wiese, auf dem Grat oben. Gerade hier eigentlich am Klettern gewesen. Und ja, das ist so das Typische. Wie immer ist die Gegend um den Schäffler auch heute gut besucht. Auch sie ließen sich von den sozialen Medien inspirieren. Wir haben diesen schönen Ort auf YouTube gefunden und wollten ihn selber sehen. Wir sind über Instagram auf den Ort gekommen. Die Schweiz war immer ein Traumziel und das hier die coolste Wanderung, die wir finden konnten. Diese Touristen sind sich der Risiken bewusst. Auch wegen jüngster Schlagzeilen über Wanderunfälle im Alpstein. Ich habe von 2 aktuellen Todesfällen gelesen. Von einer Wanderin, die mit ihrem Hund unterwegs war. Wenn wir während des Wanderns Fotos machen, halten wir ganz bewusst an, bevor wir die Kamera hervornehmen. Und passen gut auf, dass wir keinen falschen Schritt machen. Auf der Suche nach immer schöneren Bildern hat sich selbst der Alpstein-Fotoprofi schon in Gefahr gebracht. Da hat es auch schon eine Situation gegeben, wo es so eine richtige Eisplatte da hatte, so windverwegen. Ich bin dann natürlich mit den Wanderschuhen hochgegangen, habe gesehen, es hat ein richtig cooles Sunset da hinten. Und irgendwann habe ich müssen feststellen, ich komme nicht mehr Fürschi, nicht mehr Hinterschi. Kurz davor war zum Träger anrufen. Und ja, ich glaube, das war schon ein traumatisches Erlebnis, wo mich immer noch begleitet. An diesem Tag ist alles gut gegangen. Die Fotos sind im Kasten und bereit, online zu gehen. Dass seine Bilder auch ungeübte Wanderer anziehen können, war Fabio Zink am Anfang seiner Karriere zu wenig bewusst. Heute geht er anders ans Posten heran. Mit der Reichweite steigt auch die Verantwortung. Ich finde es einfach wichtig, dass man eben die Geotext nicht groß zeigt, also dass die Leute wirklich noch selber einen Aufwand betreiben, dass sie überhaupt an die Locations kommen. Und dann mache ich auch immer wieder mal Posts, wo man zeigt, was eigentlich das perfekte Outdoor-Outfit ist, zum Beispiel jetzt fürs Hiken oder fürs Trailrunnen, wo dann sicher den Leuten auch hilft, um perfekt unterwegs zu sein in den Bergen. Mit Fotos viele Likes sammeln, die Faszination für die Bergwelt wecken und doch nicht unnötig Unfälle provozieren. Social Media in den Bergen. Eine Gratwanderung. Bei uns gilt es jetzt richtig ernst. Die Stöcke werden versorgt, der Pickel führen genommen. So. Dankeschön. Bitte. Wir haben den Pickel so. Das heisst,
das behindern. Warum? Also wenn ich im Gelände laufe, kann ich so ein seitlich stützen. Oder wenn ich rutschen würde, dass ich so eigentlich dann im Gelände mich heben tue. Und dann ab in steilen Aufstieg. Du sagst mir, wenn ich schnell bin, gerade im anspruchsvolleren Gelände, ist es wichtig, dass man zusammen ist, ja, und man ein bisschen unterstützen kann. Zum Glück habe ich den. Es geht senkrecht rauf. Bis zu 40 Grad geht es da stellenweise den Hang drauf. Hey, lachen, was bleibt dir anders übrig? Genau. Ja, wenn ich nicht lachen, müsste ich brüllen, oder? Nimm's mit Humor. Ja, so ist es. Zum Glück kennt der Rolf alle Trickli, um meine Motivation hoch zu behalten. Nein, der Gipfel, das heisst ein Gipfi, das erreichen wir mehrfacher im Gelände. Ja. Ich finde das so toll, wie du das alles so schön kannst in den Worten verpacken kannst, dass wir überhaupt keine Angst haben. Nein, wir haben hier noch die kleine Aufstellung und sobald wir gerade oben sind, wird es wirklich einfach. Sie macht es sehr gut, sie ist tapfer und sie hat wirklich das umgesetzt, kleine Schritte. Langsam, gute Atmung. So kommen wir langsam zum Ziel, nicht schnell. Dann endlich. Unser Ziel ist zum Greifen nöch. Jetzt nochmal volle Konzentration, weil auf beiden Seiten des Grat geht es steil durchab. Sempre insieme. So, wir sind da, Pascal. Tatsächlich. Super, gratulieren. Ganz gut, Kompliment. Hey, ragazzi. Mega cool. Ja, gratuliere neue. Pascal, es ist wirklich emotionell, mit dir oben zu sein. Was du erreicht hast, nicht selbstverständlich. Auf dem Gipfel, wo nicht alle Menschen alle haben das erreicht. Ja. Alle zusammen. Ja, genau, genau. Da kommen nicht so viele Leute rauf. Und das ist, ja, da kann man auch stolz sein für das. Und das geniessen, die Weite, ja, für uns. Nein, das ist eben. Ich glaube, bei mir ist es nicht einmal jetzt das Exklusive, da oben können zu sitzen, oder? Also, dass das nicht viel macht, sondern einfach die Schönheit und. Ja, das hängt dann schon zusammen natürlich, weil eben, so einen Ausblick hast du nicht einfach von überall, von einem Alltagsausflug. Und es ist fantastisch und schon auch stolz, oder? Was wir da jetzt mit einem Pickel alle das erste Mal, gell? Wir haben alle das erste Mal so einen Pickel richtig gebraucht in so einem steilen Ding. Ja, man muss immer wissen, vom Gipfel ist man noch nie nicht. Da kommt meistens ein schwieriger Teil, ist der Abstieg. Von der mentalen Seite her, auch von der Konzentration als der Aufstieg. Dann ist ein Tiefblick dazu, kommt meistens. Das muss ich auch noch bewältigen. Habe ich Schwindel, habe ich keinen Schwindel? Also dort noch mal volle Konzentration hineinlegen und dann oben kann man durch den Schnur sagen, jetzt sind wir unten angekommen. Der Abstieg. Er ist beim Wandern besonders entscheidend für die Gesundheit. Das wissen Sie genau. Sportmediziner Urs Hefti und sein Team in der Swiss Sport Clinic in Bern. Hefti ist langjähriger Gebirgsmediziner und passionierter Berggänger. Beim Anlaufen tut man die Muskeln zusammenziehen. Das ist die konzentrische Belastung. Das sind wir uns gewöhnt. Beim Abgehen muss man bremsen. Das nennt man exzentrische Belastung. Und die ist viel belastender, weil man sie auch viel weniger trainiert. Eine Kraftmessplatte zeigt eindrücklich, wie groß die Kräfte sind, die beim Abstieg wirken. Genau, da siehst du nochmal die Kurve in Gelb. Das ist die totale Kraft. Wir wissen heute, dass beim Ablaufen 3- bis 5-faches Körpergewicht auf die untere Extremität wirkt. Das heisst, wenn wir jetzt einen 70 Kilo Mann haben, dass 210 bis 250 Kilogramm auf die Knie als Kräfte wirken. Wie also die Gelenke schonen? 4 Tipps. Trainieren.
Wichtig ist bei allen sportlichen Aktivitäten, aber insbesondere beim Wanderen, dass man muskulär, insbesondere in der unteren Extremität, aber auch im Rumpf gut trainiert ist. Das ist das grösste Gelenk, zum Beispiel das Kniegelenk. Und wenn man da muskulär nicht parat ist, dann kommen die ganzen Kräfte auf den Knorpel. Man kann das vergleichen mit einem Auto, das keinen guten Stoßdämpfer mehr hat. Wenn der durch ist, dann tätscht er direkt auf das Chassis und dann wissen wir, das ist auch nicht gut. Konzentrieren. Beim Ablaufen muss man vor allem beachten, dass man konzentriert läuft, dass man nicht extrem müde ist und dass man auch mit einer gewissen Sorgfalt grosse Tritte zum Beispiel meistert, weil sonst kommt man einfach die ganze Belastung auf die Knie und auf die Sprunggelenke rüber. Kleine Schritte, kleines Gepäck. Je grösser man den Tritt macht, je steiler das ist, je mehr Gepäck man am Rücken hat, kann das natürlich noch viel grössere Kräfte geben. Wir sehen eindeutig, dass die Kräfte viel höher und viel grösser sind. Und das ist in einem Zustand quasi unter Laborbedingungen, wo der Proband noch mag. Er ist nicht ermüdet. Darum sollte man eigentlich vermeiden, einfach so einen riesen Tritt runtergumpt oder runtersteigt. Man sollte da ganz kontrolliert kleine Schritte machen. Und natürlich, dass man möglichst wenig Gepäck dabei hat. Alles unnötige Zeug braucht es nicht. Das sollte man nicht mitnehmen. Je leichter, desto weniger Belastung schlussendlich auf die Gelenke. Mit Stöcken über Stock und Stein. Ja, wenn man jetzt die Kurven anschaut, sieht man eindeutig, dass wenn man den Stockeinsatz korrekt macht, dass man 20-30% weniger Belastung hat. Wenn man probiert, Kraft von den Knien wegzunehmen, Belastung von den Knien wegzunehmen, würde ich insbesondere beim Abgehen bei vorgeschädigten Knien und schwerem Gepäck Stöcke unbedingt empfehlen. Kannst du mir das mal einen schönen Jodel beibringen, einen Juchzer? Du musst dich recht konzentrieren, gell? Ja. So, Pascal, dann würde ich mir den Deckel wieder wegstecken. Ja. Und den Wanderstock vornehmen. Also ich habe einen super, super schönen und intensiven, spannenden Tag gefunden. Mein herzlicher Dank an dich, Rolf. Ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt. Vertrauen ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges in den Bergen. Darum auch nicht allein auf so einer Wanderung. Richtig. Empfehle ich sehr, ja, auch miteinander zu gehen, füreinander da sein, Rücksicht nehmen und halt auch miteinander Entscheidungen treffen. Also, zum Beispiel rückwärts, also durch abbrechen, nicht weitergehen, wenn man findet, man ist überfordert. Das ist ganz wichtig. Und wenn man alleine ging, die à la Bonheur, sicher nicht melden oder nicht mehr deponieren, informieren, was ist mein Plan, was möchte ich machen, dass die Leute informiert sind, wenn etwas würde passieren, was wir nicht hoffen. Danke vielmals. Danke dir, Respekt zu dir. Ja. Danke vielmals. Wow, ich bin geschafft und ich habe es geschafft. Und es war mega, aber ich komme wieder zurück in die Berge. Ihr geht hoffentlich auch in die Berge. Und wenn ihr mehr spannende Bergreportagen oder Sachen über das Wandern sehen wollt, findet ihr alles bei uns. Tschüss zusammen.